Hallo bei Biker Bernie. Heute geht es zu einer Motorradsegnung nach Seitingen-Oberflacht. Das war ein ganz toller Ausflug, bestes Wetter, wunderbar. Also fahrt einfach mit und freut euch auf ein tolles Video. So, von Teifingen ging es zuerst nach Meschtetten, dann über Nuschblingen, weiter nach Seitingen-Oberflacht, von dort dann durchs Donautal und durch das Tal der Lautert bis nach Bibishausen zum Bootshaus und dann über die Alp wieder zurück nach Teifingen. Pünktlich um 9 Uhr holte mich Daniela ab und gemeinsam fuhren wir dann Richtung Meschtetten. Nun, den ersten Stopp gab es dann bereits in Pfäffingen, da alle Reißverschlüsse zugemacht werden musste, da es doch schon ein recht frischer Morgenwind war. Und ich habe mal die Kamera eingeschalten, die hinten am Fußraster montiert ist, damit man mal so ein bisschen tiefe Aufnahmen hat. Nun, ein bisschen viel Schuh sieht man hier noch, aber das ändert sich im Lauf des Fahrtages noch. Und so ging es von Pfäffingen nach Margrethausen, weiter nach Lautlingen, hier auf die Bundesstraße, hier sieht man dann die Krone und von dort aus ging es dann in beschwingt flotter Fahrt hoch nach Meschtetten. Am Ortsausgang dann mal ein bisschen Gas gegeben und einfach schön die Landstraße mit ihrem tollen Panorama und dem saftigen Grün des Frühjahrs genossen. Ja, Rechts-Links-Kurven, einfach schön zu fahren, aber in dem Schatten doch auch noch richtig kühl. Hier nochmal Einstellung von der unteren Kamera. Naja, man sieht nicht so viel von der Landschaft, aber in so einem Kreisverkehr ist es doch auch mal eine interessante Sicht der Dinge. Hier bei der Avia-Tankstelle Meschtetten warten wir dann auf Sabine und auf Ursus und die ließen nicht lange auf sich warten. Und so setzten wir unsere beschwingte Fahrt in den Sonntagmorgen einfach weiter fort. Der nächste Kreisverkehr ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Und am nächsten Kreisverkehr, kurz danach, einfach mal zum Gedenken, rentiert sich's überholen, weil wenn dann wieder auf der Straße solche gelben Striche und Zahlen und Flecken sind und hier einer überholt hat und es nicht überlebt hat und es völlig unnütz war, hier zu überholen, denkt einfach immer daran, lieber erst um 8 zu Hause wie 8 vor 8 im Krankenhaus. So, nun ging es hinunter nach Unterdiegesheim und Nuschblingen. Hier hat dann auch schon Daniela ein paar Fahraufnahmen gemacht. Und so bin ich zumindest auch mal fahrend auf dem Bild. Hier geht es den Abzweig von Nuschblingen nach Egesheim. Einmal von unten und einmal vom Lenker gefilmt. Also das Panorama ist oben beeindruckender auf seine Art und Weise. Hier erreichen wir dann auch schon Egesheim. Nun, die Kamera doch relativ nah am Boden und dann natürlich ein Igelball auf der Straße und mit links klappt es natürlich nicht, also das Moped hinstellen, weil wenn da irgendeiner drüber fährt, weil er nicht sieht, räumen wir besser auf. Und dann ging es dann auch schon weiter nach Königsheim. Naja, und das war dann die erste Feindberührung, aber die Kamera nahm ungefähr noch das gleiche auf. Hier sind es die Kehren vor Königsheim oben. Schön zu sehen mal so. Tief die Kameraperspektive. Eine Doppelhaarnadel. Ja, und Verkehr hielt sich noch sehr im Rahmen. Dann kam natürlich mal wieder ein Kreisverkehr. Und natürlich wieder zu tief reingelegt für die Kamera. Aber die Fahrt war trotzdem sehr angenehm. Naja, so langsam sind dann auch die Spuren am Gehäuse zum Sehen. Die Einstellung stimmt nicht mehr ganz. Und so fuhren wir über den Heuberg bei wunderbarstem Wetter. Und hier dann in Weilheim vorbei, bei der Weilheimer Kapelle Richtung Weilheimer Berg. Erst ging es hoch.
Nun ja, und wie so oft ist, auf der anderen Seite des Buckels ging es dann nach seitigen Oberflacht hinunter. Wie gesagt, einmal die Perspektive von mir aus gesehen, einmal die Perspektive auf mich gesehen. Immer mal wieder abwechslungsreich. Hier ging es zum Kirchberg hoch und oben angekommen, naja, da gab es dann schon ein bisschen Parkprobleme, wurde aber souverän gemeistert. Hier stellt Daniela gerade ihr Moped ab, dahinter kommt die Sabine. Naja, hier bin ich dann auch mal im Bild. Na, und was machen die Damen jetzt hier? Posen? Irgendwie sieht es aus. Naja, ist ja wohl auch gelungen. Die drei vom Kirchhof. Mit den Mopeds. Alles bestens. Nun, man denkt sich ab und zu im Leben, ach, da ist jetzt irgendwas daneben gegangen oder warum ist das jetzt so? Nun, ich ließ hier die Kamera versehentlich laufen und da kam doch so mancher Schnappschuss letztendlich dazu. Ah, GS, wir sind ja alle GS-Fahrer, ist ja auch das Motto. Dann schauen wir mal, was das Motto noch auf sich hat. Na, es kamen alte, es kamen neue Motorräder, es kamen kleine, es kamen große und hier ganz einfach mal eine Motorradüberwachung. Hier dann die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Das Wetter mehr wie gelungen, wirklich super toll, die Stimmung war toll. Viele Gespräche bekamen somit und viele Motorräder. Und es kamen auch bekannte späte Kirchgänger, die dann natürlich wieder erstmal ein Parkplätzchen suchen mussten. Aber keine Angst, sie haben dann auch noch eins gefunden. Naja, dann kam er wieder zurück. Sucht jetzt meine Gruppe oder seine Gruppe. Naja, aber bei so vielen Motorrädern, die da gekommen sind, musste man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht im Kirchhof überfahren wird. Aber nun klappt es ja. Diese war bestimmt schon bei der ersten Segnung dabei von vor 40 Jahren. Ja, und gesperrt für alle Motorfahrzeuge. Sicherlich an jedem normalen Tag, aber heute wurden alle extra eingeladen. Hier dann nochmal ein bisschen Motorradposing und letztendlich Laufräder für große Buben und mit älteren Motorrädern. Und dann wurde wieder ein Parkplätzchen gefunden und so langsam sammelte sich der Kirchhof. Nun ja, es kamen allerlei Farbkombinationen vorbeigelaufen. Und so hat die Kamera einfach ihren Job gemacht und schöne Illusionen eingefangen. Dann natürlich allerhand Gespräche am Wegesrand. Es treffen sich dann auch immer viele Bekannte und Freunde bei so einer Veranstaltung und wie man sieht, viele BMWs und GS, natürlich auch ab und zu mal eine Harley. So, und dann natürlich voller Ehrfurcht und mit Actionkamera der Pfarrer, dessen Namen ich leider nicht weiß. Und dann ging es dann auch schon bald los. Die Gruppen fanden sich, nette Benzingespräche wurden geführt und das Wetter war gemacht für so eine Veranstaltung und es ist nun ja auch schon die 40. Motorradsegnung. Unsere Gruppe hat sich auch gefunden und da kommt er wieder. Ich denke recht zufrieden mit dem, was er alles auf seine SD-Karte speichern konnte. Naja, die letzten mussten sich dann eben schon ein bisschen in kleinere Parklücken einbringen, aber das hat wunderbar geklappt. Nun ja, wer halt zu spät kommt, der muss genau schauen, wo er das Moped hinstellt. Aber auch dieses Problem wurde bewältigt. Naja, und so manche lustige Perspektive kam noch. Der Sigi musste aufpassen und genau hat es geschafft, dass er nicht am Motorradschutzbügel hängen bleibt. Die Sabine macht auch noch ein paar Fotos und so sind von unserer Motorradgruppe nun bald alle mal auf diesem Video gezeigt worden. Immer schön Obacht geben, dass man nicht ins Bild läuft. Einfach miteinander und füreinander da zu sein. Dann ging es musikalisch auch schon los. Der Hof war schon recht voll. Es gab dann auch schon Getränke und rote Würste. Wir haben noch Vater und Sohn dabei. Hat der Vater wohl erklärt, so nach dem Motto, schau mal, das wäre ein Motorrad. Der Spinner hat eine Kamera da unter dem Motorrad festgemacht.
einfach toll, diese Aufnahmen so ein bisschen machen zu können. Und dann ging es natürlich zum Wesentlichen, zum Gottesdienst. Nun, wie stellt man diese Kamera ein? Tja, das, wie man wisst. Ob die da hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Ich sah sie nicht mehr. Aber diese Aussage stimmt mit Sicherheit, weil eine Motorradsägen bei einem solch tollen Wetter, das ist einfach eine sehr eindrückliche Geschichte. Nun, man sammelte die letzten Gedanken, das mit dem Hauptständer, die, wo dabei waren, wissen es. Und der Kirchhof war proppevoll, wie, denke ich mal, selten zuvor, aber bei dem Wetter ist das natürlich auch überhaupt gar kein Problem. So, dann die letzten aufmunternden Worte und dann ging es auch schon los. Hier nochmal unser Emblem von unserer Motorradgruppe, damit man weiß, wo wir hingehören. Und man sieht auch in der Unschärfe die Zufriedenheit des Pfarrers. Dann noch ein paar Worte zu der 40. Motorradsegnung. Dafür aber immerhin 35 Jahre alt ist. Gefilmt damals von Werner Käfer. Danke, Ralf Groß, dass du mir diesen zur Verfügung gestellt hast. Und Freiheit beim Fahren braucht Regeln. Die Straßenverkehrsordnung mehr als Freiheit, Angst, Unsicherheit und letztlich der Tod sind dann allgegenwärtig. In unserer Konsumgesellschaft ist dieses Warten manchmal fast verloren gegangen und dadurch auch die Wertschätzung.
Ich will heute dieses oder jenes, zack, morgen bringt es mir mein persönlicher Dienstbote von Amazon vorbei. Jetzt will ich hier nicht die Moralkeule zu sehr schwingen, ich benutze ja Amazon selber, das ist ja super geschickt. Aber es steckt eine tiefe Gefahr hinter dieser Möglichkeit der sofortigen Wunscherfüllung. Die Israeliten mussten ihre alten Gewohnheiten und Denkweisen. Für 40 Jahre zogen die Israeliten durch die Wüste, durch Höhen und Tiefen, durch Prüfungen und Siege. Sie lernten, Gottes Land erfahren wir immer im Zustand der Glückseligkeit. Ein Kuss, ein kühles Bier, ein ehrlich gemeintes Kompliment. Oder eben ein genialer Pass, den wir ohne störende Autos alleine hochfahren können. Gelobtes Land. Im Straßenverkehr benehmen. Lasst uns Gott bitten. Wir bitten dich, erhöre uns. Sie wird gleichsam zum Götzen unseres Lebens, damit wir uns die Technik in der rechten Weise dienstbar machen und sie zu unserem Heil gebrauchen. Lasst uns zu Gott bitten. Lasst sie benutzen, ihre Verantwortung füreinander sehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf uns bei unserem Bemühen, Gefahren zu bannen und Unfälle zu verhindern. Guter Gott, bewahre uns vor Unfall und schenke uns stets eine glückliche Heimkehr. Wir bitten dich, erhöre uns. Nimm dich der Opfer von Verkehrsunfällen an und tröste ihre Angehörige. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus uns selbst gelehrt. Vater unser im Himmel. Wenn man das Stadtband vorbei, sie los die Natur. Wie falsch sieht sie vorbei und es dringt in meinen Ohren. Und der Seersbein, wie ein Schleisch nach den Regen, bis sie abhebt und sie nicht mehr der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit nur grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen sind mein Glück. Wenn ihr was uns groß und wichtig erscheint, groß und wichtig und klein, dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Schillern wie ein Regenbogen, Wolken spielen sich da. Ich werde nicht geflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Das Motorradfahren ist eine Leidenschaft, eine Lebensart, die uns Freiheit, Gemeinschaft und Abenteuer bietet. Doch während wir die Straßen erkunden und den Wind in unseren Gesichtern spüren, sollten wir nie vergessen, dass Sicherheit und Verantwortung oberste Priorität haben. Wenn wir unsere Motorräder jetzt segnen, denken wir nicht nur an die mechanische Perfektion und die ästhetische Schönheit dieser Maschinen, sondern auch an die Menschen, die sie lenken. Wir bitten um Schutz vor Gefahren auf
Klugheit für jede Fahrt und um den Zusammenhalt in unserer Motorradfamilie. Wollen wir nicht nur auf der Straße, sondern auch im Leben den richtigen Weg finden. Mögen wir die Freiheit des Fahrens genießen, aber niemals die Verantwortung vergessen, die damit einhergeht. In diesem Sinne, schenke du uns deinen Segen, guter Gott, und wir, liebe Bikerinnen und Biker, fahrt egal welches Fabrikat ihr euer eigen nennt, fahrt immer mit GS, fahrt mit Gottes Segen. Und in diesem Sinne eine unfallfreie, eine von Gott gesegnete Motorradsaison 2024. Und so segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der Gütige, der uns Liebende, der uns Halt gebende Gott. Es segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dann, liebe Bikerinnen und Biker, dürft ihr zu eurer Maschine, wenn ihr wollt. Und ich werde, wie gesagt, mit der Sarah durchgehen und dann das Wasser des Himmels euch schenken. Nun, unter weiblicher Betrachtungsweise würde man sagen, ist der Hendrik Ahls, also eine gute Fahrt. Der macht seinen Job mit absoluter Leidenschaft. Aber ich denke, es ist mehr wie ein Job. Und hier bekamen wir dann auch unsere Motorradsegnung. So, dann ging es auch schon weiter. Fertig machen und aufsitzen in Richtung Lautertal. Hier kam es dann zu einem Stau und als der sich wieder auflöste, waren noch Fragen zu meinem Tankrucksack da, die haben wir dann auch beantwortet. Naja, und hier sieht man dann auch noch die einzelnen Mitglieder unserer Gruppe. Und nachdem wir uns alle aus dem Gewirr wieder gefunden haben, fuhren wir von Seitingen Oberflach Richtung Speichingen und dann auf den Hier geht es in wunderbar geschwungenen Kurven auf toller Landstraße hinab nach Speichingen mit einem tollen Blick über eine ganz bezaubernde Landschaft. Einfach schön zu fahren. Ja, kaum war die eine Haarnadel beendet, kam auch schon die nächste. Hier geht es nach Dürbheim, auch mit einem sehr schönen Blick. Und man hat extra große Blumenkübel für uns eingepflanzt. Hier sind wir schon auf dem Heuberg unterwegs. Kaum Verkehr, toll zu grüßen, bestes Wetter, die Temperatur passte nun auch. Und vom Heuberg ging es dann irgendwann über Stetten am Kalten Markt, dann wieder ins wunderbare obere Donautal. Einfach immer ein Genuss zum Grüßen und zum Fahren und bei einem solchen Wetter einfach umso schöner. Toll die Donau hier, oder? Nun, bei der Haratankstelle in Sigmaringen dann noch ein kleines Päuschen gemacht, was getrunken. Nanu, war da einer barfuß mit dem Motorrad unterwegs? Nein, das war der Ursus aus dem Begleitfahrzeug, der erst wieder ans Motorradfahren herangebracht werden muss, da er leider dieses Jahr schon gestürzt ist, aber wie es aussieht, auf einem guten Weg der Genesung ist. Dann setzte ich mich an die Spitze, filmte mal von hinten unten, mal von vorne oben und wie man sieht, einer schafft es, dann läuft einer über die Straße und ruckzuck hat sich diese Schlange ganz lang gezogen. Wieder in einem Kreisverkehr in Sigmaringen, da die Kamera nun höher war, war auch das Kratzen auf der Straße nicht mehr so gegeben. Hier alles schön in der Verfolgung. Dann ging es Richtung Krankenhaus in Sigmaringen hoch, von dort dann Richtung Bundeswehr und weiter Richtung Bingen. Einfach so ein paar Fahrimpressionen. Mal ich hinten, mal vorne, mal mit überholen. Einfach schön zu sehen, immer mit ausreichend Abstand. Hier sieht man mal wieder das typische Frühjahrsbild. Rapsfeld mit Motorrad. Naja, und bei ihrer Abbiegung, da kommen sie dann wieder alle zusammen. Nun, und kaum fährt der erste an, zieht sich die Gummischlange wieder auseinander. Das sieht man doch auch wirklich sehr schön, was die
Hinterachse so oder die Schwinge alles zu arbeiten hat auf einer Straße, die fast glatt aussieht. Hier kamen sie dann alle vorbei, die Daniela, der Matthias, die Sigi, die Sabine, gefolgt von der Inge und dann die Beate. Die zwei und unser Begleitfahrzeug überholten noch nicht, aber das wurde dann gegen später nochmals aufgeholt. So, hier sieht man die Abbiegung dann von vorne, wie gesagt, hinten der ganze Trost dran und nach vorne die allerschönste Sicht und immer mal in den Rückspiegel schauen, zum gucken, ob auch noch der letzte zu erkennen ist. Einfach wunderbar hier dann von Langenenslingen hochzufahren, in wunderbar langgezogenen Kurven, bei tollster Landschaft und schönstem Wetter. Naja, dann kam wieder eine Vorfahrt 8. Stelle, alle wieder da, das Begleitfahrzeug am Schluss, Lücke abgewartet, dass alle wieder einfädeln können und dann ging es auch schon weiter. Diese Rapsfelder, dieses kräftige Gelb, einfach super schön. Hier das Ganze nochmal aus der Frontkamera vom Lenker und da kommt er dann auch, der Smart, aber der blinkt und wurde langsam, also kann man auch davon beinahe ausgehen, dass er abbiegt. So, hier einfach nochmal entlang von wunderbarer Landschaft, Rapsfelder, ein bisschen nach hinten gezogen, deswegen sieht man jetzt auch nichts mehr vom Rad, so wie hier, ging es einfach weiter Richtung Zwiefalden. Extra ein bisschen kleine Landsträßchen rausgesucht, aber alles öffentliche Straßen. Vielleicht haben sie eine Tonnagenbegrenzung, aber das ist jetzt für Motorradfahrer nicht unbedingt das Problem. Hier das berühmte Rapsfeld, mal von hinten gefilmt, mal nach vorne, mal mit mir drauf. Also mehr Raps geht nimmer. Schöne übersichtliche Kürfchen. Und dann waren wir auch schon sozusagen kurz vor Upflamöhr. Hier letztendlich die Sicht von meiner linken Kamera. Dann die Sicht, wie es Daniela gesehen und gefilmt hat. Und zu guter Letzt, wie es nach hinten blickend ausschaut. Naja, Upflamöhr klingt ein bisschen wie nach Südschweden. Dachte ich mir, müssen wir auf jeden Fall mal anhalten und sozusagen das gestellte Bild machen. Also alle erstmal schön parken und die Motorräder hinstellen, damit auch alle fast aufs Bild kommen. Matthias rangierte noch ein bisschen um, aber mit der GS dann über die Wiese natürlich kein Problem. Sigi stellte sie ab und wenn man sich das jetzt anschaut, die Kamera lief da einfach weiter. Man platzierte sich ein bisschen um das Ortsschild herum. Einmal stehen sie alle so rum, dann drehen sie sich wieder rum. Komische Situation. Naja, hier wurden erst die T-Shirts von hinten fotografiert, schön dargestellt. Und dann letztendlich mit dem Hinweis, wo wir uns befinden. Wie man sieht, die Stimmung war gut und kurz danach machten wir uns auch wieder weiter auf den Weg Richtung Zwiefalten und Richtung Lautertal. Hier nochmal alle von der rückwärtigen Kamera gesehen am Vorbeifahren, mitsamt unserem Begleitfahrzeug. Nun, die vordere Kamera hat es dann wie folgt gesehen. Und durfte auch heute sich jeder mal von vorne und von hinten gefilmt sehen. Und da wir alle nach der Straßenverkehrsordnung fahren und ja auch Genussbiker sind, war es auch überhaupt gar kein Problem, letztendlich, dass man die Nummerntafeln lesen kann. Weil wir sind ja auch mit lesbaren Nummerntafeln normal im Straßenverkehr unterwegs. Hier dann nochmals die ganze Horde in Anführungszeichen aufgeräumt, der Rudi, die Beate müsste sein, die Inge, der Matthias, die Sabine und der Sigi und dann die Daniela.
Nun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das eine BMW. Das ist jetzt nach vorne gefilmt. Das ist eine BMW, nochmal eine BMW, nochmal eine BMW. Naja, auch eine BMW. Da vorne fährt die BMW weg. Dann hat der Sigi ein GS, eine BMW. Die Daniela hat eine BMW. Nun, und das Ganze von einer Yamaha gefilmt. So wie es sein muss, freundlich grüßend. Und dann einfach mal das Handzeichen, mal eine Vorbeifahrt zu machen. Von vorne gefilmt, dann wird er von hinten gefilmt. Das nun alles so ein bisschen passend reinzubringen, ist schon eine richtige Aufgabe am Schneidepult. Aber man macht es gerne und ich denke auch, es sind sehr schöne Eindrücke für diejenigen, die dabei waren. Hier wie gesagt, weiter Richtung Zwiefalten, dann wieder überholt worden von allen Teilnehmern. Und hoch oder von Uflamür nach Zwiefalter, einfache, wunderbare Genussbikerstrecke. Und schon erreichen wir auch Zwiefalten, dann ging es weiter von dort ins Lautertal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ursus zu schwer ist, dass das Auto so zur Seite neigte, oder ob nur die Kamera letztendlich schräg montiert war bei mir. Entlang der Lautert ging es geräuschreduziert weiter, Kurve um Kurve, einfach schön zu fahren, die Landschaft zu genießen, Genuss pur, so wie Motorradfahren eigentlich sein sollte. Kurve um Kurve schlängelten wir uns durchs Lautertal, einfach schön. Hier sieht man mal wieder von hinten gefilmt den ganzen Tross. Verkehr war eigentlich nicht so viel los, aber es reicht ein Rindviech, will man sagen, Grasdackel passt zu seiner Farbe, der hirnlos unterwegs ist, sich und andere gefährdet, hier letztendlich unseren Guide in dieser Kurve zu überholen. Man sollte ihm eigentlich ein Jahr lang mal den Führerschein nehmen, weil das macht man nicht, so fährt man nicht, so gefährdet man keine Mitmenschen. Es ist für mich unverständlich, wie hirnrissig manche unterwegs sind. Da wir aber als GS-Fahrer mit Gottes Segen heute unterwegs waren, hatten wir einfach auch den Vorteil, alle gesund wieder nach Hause zu kommen. Gott sei Dank. Hier dann im Bootshaus in Bichishausen eingekehrt. Da tobte natürlich der Bär bei dem Wetter. Naja, alle zusammensitzen fanden wir dann kein Plätzchen, aber es war erholsam, nette Gespräche, ein kühles alkoholfreies, für die eine noch was zum Essen, die Kastanien, die am Blühen sind. Naja, und bei solchen Genüssen, dann hat man auch immer mal was zu lachen und zu erzählen. Nach der Stärkung machte man es noch wieder Strubelpeter, aber Gott sei Dank war die Brücke nicht angesägt. Und dann ging es von dort aus auch wieder Richtung Heimat. Auf kleinen Nebensträßchen, wunderbar zu fahren, ging es Richtung Gammertingen. Einfach nur schön. Die Temperaturen waren zwischenzeitlich da angekommen, wo Motorradfahren auch Spaß macht. Also alles richtig gemacht an diesem Ausflugstag. Und wieder gab es Rapsfelder am Wegesrand. Und auch hier kaum Verkehr,
übersichtliche Straßen, schöne Kurven, schön geschlungen, einfach herrlich. Hier dann schon in Truchtelfingen an den beiden letzten Haarnadelkurven der Tour gewesen. Na, ich finde dieser Ausflug zur Motorradsegnung nach Seitigen Oberflacht, der war auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung und wir hoffen nun, dass wir dann auch alle mit Gottes Segen heil durch die Saison kommen und das wünschen wir allen Motorradfahrern und die, wo meinen, sie müssen rasen, denen wünsche ich einfach die Einsicht, dass das sinnlos ist. Also, macht's gut, euer Genussbiker Bernie, bis demnächst mal wieder. Tschüss!